Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Willkommen in meinem neuen Video und seit langem gewünscht ein Einkaufsvideo. Ich darf nicht so viel mit den Händen wackeln. Ich habe so ein Video geguckt, hat einer die ganze Zeit mit den Händen gewackelt und das war dann doch etwas cringe. Ja, ich war gestern einkaufen und so ein paar Sachen wollte ich euch mal nicht vorenthalten, denn des Öfteren kam jetzt unter Videos die Frage, wann kommt mal wieder ein Einkaufsvideo und ich denke, hey, ich kaufe jede Woche ein und dann nehme ich das Video doch mal mit, oder? Also, wir fangen mal an. Ich war in zwei verschiedenen Geschäften einkaufen. Und zwar, ich sage jetzt nicht in welchem. Ihr wisst ja, Werbung und so. Nee, keine Ahnung. Ich denke, man sieht es an einem Artikel. Wir fangen aber an. Ihr könnt ja mal raten. Da haben wir schöne Karotten. Die Kamera hält immer noch mich scharf. Das ist super. Ganz normale Karotten zum Kochen. Denn man darf nicht vergessen, wir leben hier zu zweit und dementsprechend brauchen wir auch etwas mehr Nahrung. Dann, was natürlich nicht bei dem Einkauf fehlen durfte, waren für mich Kartoffeln. Ich erkläre euch auch warum. Also es sind stinknormale festkochende Kartoffeln. Ich habe mir diesen Philips Airfryer geholt und das Gute an... Ich habe mir diesen Tefal Airfryer geholt, so rum war es, ich weiß schon gar nicht mal, was ich sagen. Ich wollte mir immer diesen Philips holen, habe mir aber dann einen Tefal geholt, denn da kann man Potato Wedges drin machen. Einfach Kartoffeln waschen, schneiden in Stücke oder auch in Scheiben und, boah, also ohne Spaß. Wenn ihr überlegt noch, euch sowas anzuschaffen und euch noch nicht ganz sicher seid, vertraut mir, macht's. Ich habe letztens Kartoffelscheiben geschnitten und da drin gemacht. Also so, die waren wie Bratkartoffeln, nur halt ohne Fett, ohne Öl. Man nimmt ganz, ganz minimal Öl. Ich glaube, ein Viertel Teelöffel bis zu einem halben Teelöffel, das ist ein Witz. Wenn man überlegt, was man in die Pfanne teilweise reinhaut und mega lecker. Also ich würde euch ja was vorkochen und euch einladen dazu. Ist leider schwierig, dank Corona. Naja, gut. Okay, dann habe ich natürlich noch ein paar wichtige Sachen geholt, die ich immer brauche. Und da sind unter anderem auch mit bei Gemüsezwiebeln. Das ist das ganz normale Paket. Sind drei Stück drin, kaufe ich meistens ein bis zweimal die Woche ein. Verwende ich halt für Salate, fürs Braten, ihr wisst es. Ich sag mal, die Grundlage für viele Gerichte sind auf jeden Fall immer Knoblauch und Zwiebeln, genau. Ja, weiter habe ich dann gekauft. Da seht ihr dann, nee, kriegt die Kamera, so kriegt es hin. Kidneybohnen, zwei Dosen und natürlich Mais dazu. Ja, weiter war ich dann einkaufen und habe mir noch geholt. Und jetzt kommt es wirklich, ich bin so ein bisschen süchtig nach diesen Peperonis. Die sind nicht scharf, also so, sag mal, wir müssen gucken mit dem Licht. Die sind nicht sonderlich scharf, die Peperonen, mild pikant, aber die esse ich super gerne. Also mal auch auf ein Brot einfach welche drauf, auf ein Toasti oder was auch immer, mal zum Essen einfach dazu schneiden, in Salat mit rein, das... Peperoni kann man überall mit reinmachen. Die lasse ich auch nicht in dieser Packung. Die schneide ich mal auf und fülle die dann in so eine... Ich habe so eine hohe Tupperschale oben im Kühlschrank und da packe ich die mal rein. Da halten die auch ewig drin. Gut, dann haben wir hier schon einen Kandidaten, wo ich mich die ganze Zeit drauf abstütze. Man erkennt es, glaube ich. Eine Pomelo. Das ist eine Mischung aus einer Pampelmuse und aus einer Grapefruit. Das Innere sieht ähnlich aus wie bei Mandarinen. Ihr kennt ja diese kleinen... Dinger, die da unter der Haut sind. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Kapseln, wie auch immer. Nur die kann man essen. Die Schale oder die Haut sollte man dann nicht mit essen. Denn die ist sehr, sehr bitter. Passend natürlich zu meiner Porridge-Sucht, da ich sehr gerne Porridge esse. Bananen und 500 Gramm Heidelbeeren. Ja, Heidelbeeren gehören bei mir bei vielen dazu. Das seht ihr auch sehr oft oder habt im Moment nicht mehr so aktiv auf Instagram. Aber zum Frühstück wie auch zum Abendessen, wenn es Skier gibt, gehören Heidelbeeren definitiv immer dazu. Das Schöne ist auch, dass die dunklen Beeren ja sehr gesund sein sollen, ihr wisst ja. Die dunkleren Beeren sind gesünder als die anderen Beeren und man kennt es. Also wenn man danach immer geht und dies und das und dies. Ich mag Heidelbeeren einfach und das reicht mir schon. Dann Hafermilch oder Haferdrink. Ne, es darf ja noch Milch heißen. Die Klage wurde verloren. Die gab es jetzt heute im Lidl. Ich zeig's mal. Das ist Bio-Hafermilch, rein pflanzlich ohne Zuckerzusatz. Die gibt es sonst auch von der Lidl-Eigenmarke. Die sind jetzt von Vemondo. Ich habe keine Ahnung, ob Lidl da jetzt die Marke umstellt. Sieht aber aus, als wenn es aus Holland kommt. Growang Food, ja. Sieht, ne, DK, Dänemark. Ist ja auch egal.
Gut, da habe ich zwei Packungen von geholt. Ich habe zwar noch vier Packungen Hafermilch, aber ihr wisst, es ist Corona-Zeit und auf jeden Fall, weil Corona-Zeit ist, habe ich mir natürlich auch eine kleine Tüte Mehl mitgenommen. Das ist ganz normales 405er Mehl. Normalerweise nehme ich gerne immer 1050er Mehl für Pizzen und sowas, beziehungsweise das 550er. Man sagt, es wäre hochwertiger und schmeckt besser. Dann Klassiker Skyr. Und da kommen wir auch gleich noch zu was anderem. Skyr natürlich 500 Gramm, 11 Gramm Eiweiß, was will man mehr? Du hast auf einen so einen Becher 5 mal 11, kann man sich ausrechnen, sind 55 Gramm Eiweiß. Wenn man abends einen Becher isst, das verarbeitet der Körper auch langsam und das ist perfekt, damit ihr die Eiweißzufuhr über Nacht geregelt habt. Und jetzt kommt das Traurige: Es gibt seit Monaten wirklich, es ist wirklich richtig traurig, ihr wisst, wie gerne ich Skyrella gegessen habe. Es gibt seit Monaten keinen Skyrella mehr. Den haben sie einfach aus dem Sortiment genommen und ich habe das Gefühl, der wurde auch immer gut gekauft. Aber ich weiß es nicht. Deswegen habe ich normal Mozzarella geholt. Gerade mal, wenn jetzt oder Mozzarella Light. Wenn man aber guckt, 100 Gramm haben schon 157 Kalorien. Und da war, glaube ich, der Skyrella mit 146 Kalorien auf eine ganze Packung. Weil hier sind 125 drin, waren beim Skyrella auch. Und 125 hätten dann, weiß ich nicht, um die 175. Und naja. Ach, es ist einfach traurig. Naja, gut, da ich ja gerne Salat mache, habe ich auch selbigen geholt. Das sind diese Sträucher mit diesem Stück Erde unten dran. Ich weiß nicht, muss man die wieder irgendwie in Wasser einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich esse den meistens sehr schnell. Dann die berühmten Lauchzwiebeln. Zum Kochen finde ich die super gut, gerade wenn man die ein bisschen später drüber tut. Dazu natürlich zwei Zucchini. Ganz normal, Zucchini kann man immer essen. Ich sag mal. Okay, in Skier würde ich es jetzt nicht essen. Wer kennt es nicht? Skier mit Gemüse, also Skier mit Zucchini. Ich weiß es nicht, wie es schmecken würde. Ich meine, der Skier ist ja neutral. Gut, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier noch nicht gezeigt habe. Und zwar Waschmittel. Das Waschmittel habe ich, wie es sich gehört, schon ordentlich verräumt. Das ist drüben, das ist das Vollwaschmittel vom Lidl gewesen. Das hat bei der Stiftung Warentest, glaube ich, war mit dem Aldi-Waschmittel zusammen Testsieger. Also noch weit vor Ariel und Persil. Und warum nicht? Denn für den Preis nimmt man das auch gerne mit. Dann Pulver für die Geschirrspülmaschine. Ich habe Freunde, die arbeiten in Küchenabteilungen, verkaufen Küchen. Und die haben mir geraten, dass ich doch das Pulver mal nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuell ist. Es ist schon ein paar Jahre her. Aber Pulver löst sich besser auf als diese kleinen, diese viereckigen Dinger, die man sonst in die Spülmaschine reintut. Da das Pulver ja sofort mit dem Wasser in Verbindung, eine Verbindung eingeht. Und die Dinger müssen sich erst auflösen. Was habe ich dann noch? Das habe ich. Ach so. Dann habe ich mir mal diesen Oatly. Den kennt er wahrscheinlich jeder. Hat schon jeder gesehen. Haferkakao. Also es ist Hafermilch mit Kakaopulver und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt, denn ich habe super Lust auf Kakao gehabt und ich habe super Lust gehabt, keine ganze Kakaopackung da zu haben. Man kennt es, man hat sie zu Hause, man macht sich dann doch des Öfteren Kakao. Ja, jetzt kommt schon die letzten Sachen. Das sind schon die letzten und zwar haben wir hier die drei Beeren. Es ist einmal mit Kakao. Dann habe ich neu zum Probieren mir geholt, sieht man es ja, neu zum Probieren geholt und zwar das zimtige Apfel. Bin ich mal gespannt. Und natürlich mein Favorit, also ich muss wirklich sagen, ich bin zwischen Kakao und Banane so am Hin und Her rangeln immer, was mein Favorit ist, aber mit dem Mohn und alles ist die Banane wirklich schon super, super lecker, also das Bananenporridge. Deswegen hole ich auch mal meine Hafermilch, einfach kochen und perfekt. Ja, gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Ich hoffe, ihr habt doch bis zum Ende geschaut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Ciao.